Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Collection-Update-Video. Das letzte ist ja jetzt mittlerweile schon über einen Monat her. Und ich habe mir gedacht, ich bastel ein Video jetzt kurz vor Patch 9.2. Einfach so als Update, wo wir als letztes stehen geblieben sind. Und dann in Patch 9.2 gibt es dann halt wieder so ein bisschen regelmäßiger vielleicht die Videos. Da gibt es ja dann wieder das ein oder andere zu tun. Und ja, ich würde sagen, schauen wir mal rein, wo wir jetzt am Ende quasi von dem Patch 9.1.5 angelangt sind. Ich werde wahrscheinlich in den Titel irgendwas mit 100% Mounts reingebastelt haben, denn ich habe es mittlerweile wieder mal geschafft, die Mounts alle abzuhaken. Und ihr seht schon, ich fliege gerade auf dem letzten Mount, das mir noch gefehlt hat. Das ist das Mount von Sylvanas. Ist relativ knackig kurz benannt mit Rache. Ist hier ein, ich bin gerade überlegen, wie die heißen, von diesen Blutelfen, die Mounts. Fällt mir jetzt nicht Drachenfalke, genau, Drachenfalken-Mount, da sie es noch rausbringen. Ich mag die Drachenfalken-Mounts per se eigentlich nicht, weil die von den Texturen meistens immer relativ kacke aussehen. Sind halt einfach aus Burning Crusade, ne? Das hier ist aber wesentlich nicer. Auch die Farbgebung passt natürlich zu meinem T-Mog und macht definitiv was her. Das konnte ich mir jetzt noch relativ am Ende vom Patch holen. Ich hatte ja am Anfang von 9.1 mit einer Gilde geradet gehabt, bis inklusive zu Sylvanas, habe aber leider den Kill mit der Gilde nicht gemacht gehabt. Mir wurde aber versprochen, dass ich das Mount noch kriege. Das Versprechen wurde tatsächlich jetzt eingelöst und ja, konnte mein letztes Mount einheimsen. Davor hat mir noch ein anderes gefehlt und zwar war ja dann noch eine Geschichte offen im PvP. Ich habe sowohl das PvP-Mount über den Sattel geholt, als auch im Arena das Gladi-Mount. Das kann ich euch auch noch zeigen. Das Sattel-Mount habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht rausgeholt, sondern das hier, also sprich von der Season 2, das Gladiator-Mount, heißt Seelenfresser des entfesselten Gladiators. Das waren so die zwei letzten Dinger und damit sind wir quasi hier in der Liste, wie ihr seht, komplett durch. Also wenn ich jetzt hier nach unten scroll, ist alles einmal ausgefüllt, es sind insgesamt 781 Mounts. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Leute, die noch das ein oder andere Mount mehr haben. Es gibt ein paar Mounts, die man natürlich im Spiel nicht mehr kriegen kann. Heißt zum Beispiel noch mehr alte Gladi-Mounts, gibt ja für jede Season 1 oder auch zum Beispiel Mounts, die es nicht mehr im Spiel gibt, weil sie halt dann einfach rausgenommen wurden. Zum Beispiel die Drohne aus Akku, ne, die man zu Classic kriegen konnte, die habe ich ja leider auch nicht. Und da gibt es noch zwei, drei andere Beispiele, die mir leider auch fehlen. Die sind aber in der Liste zum Glück nicht angezeigt, sondern werden nur angezeigt, wenn man sie denn erspielt hat. So ist es ja mit den Gladiator-Mounts auch. Die sind nicht als fehlende Mounts in der Liste drin. Wenn man sie hat, sieht man sie aber in der Liste mit dabei. Gut, soviel zu den Mounts. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die anderen Collection-Sachen noch ein bisschen an. Diesmal ein bisschen vielleicht ausführlicher, weil es halt so der Abschluss von dem Patch ist. Bei den Pets sieht es bei mir auch relativ gut aus. Und zwar, wenn ich hier runter scroll, fehlt mir nur ein einziges Pet. Und das ist auch ein Pet, was ich halt nicht im Spiel holen kann. Das ist einfach das Murky-Pet. Das hat es damals für die BlizzCon 2005 gegeben. Und theoretisch kann man das heutzutage noch kriegen. Praktisch muss man dann einen sehr großen Geldbeutel haben. Ich glaube, das letzte Mal habe ich es auf eBay für 8.000 Euro gesehen, oder es waren Dollar, ich bin mir nicht sicher, aber ehrlich gesagt, bei der Dimension ist nicht mehr so viel um. Klar, du hast ein bisschen eine Währungsdifferenz, ne, aber dennoch, also bei 8.000 sind wir bei einer Hausnummer, wo ich sage, ja, ich kaufe mir doch gern mal was ein oder andere teurer, aber 8K sind dann halt doch eine taffe Sache für ein Pad. Genau, also das fehlt mir, kann ich aber leider im Spiel nicht kriegen. Bedeutet, im Spiel die Pads habe ich alle und eigentlich auch alle anderen, die man so collecten kann. Ich habe mir ja sogar das Tyrael-Pad geholt. Tyrael, den hier. Tyrael Mini, Mini-Tyrael so rum. Das war das andere Pad, was mir noch gefehlt hat. Das hat man, glaube ich, irgendwo aus einem Turnier bekommen, hier 2008, seht ihr, der steht auch mit dran. Das hat mich ja auch schon über 1000 Tacken gekostet, also über 1000 Euro habe ich da gezahlt. Heißt, das habe ich mir geholt, das Murky-Pad. Ja, da muss ich noch ein bisschen sparen, sagen wir es mal so. Gut, so viel zu den Haustieren. Dann das nächste sind die Toys. Und wenn ich jetzt hier mal nicht gesammelte mache, seht ihr, da fehlen noch ein paar. Hat zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, die sind zwar jetzt hier drin, aber die kann man noch nicht kriegen. Und zwar seht ihr, die sind hier vom Sonnenwendfest. Also die brauchen diese Blüten. Das hier ist auch vom Sonnenwendfest, das auch. Und die beiden sind vom Nobelgartenfest. Also heißt, die Events waren halt leider noch nicht, seit diese Toys mit reingefügt worden sind. Ich glaube mit Patch 9.1.5. Und dementsprechend kann ich mir die halt noch nicht geholt haben, ne? Also
Und das hier ist halt ein Promotion-Toy, an das ich im Moment oder wahrscheinlich nie mehr rankommen werde. Ich habe es jetzt auch leider nirgends mehr gesehen, dass man es sich holen kann. Das gibt es halt auch gab's, muss man besser gesagt sagen, außerhalb vom Spiel. Also mit diesen Grund-Collector-Sachen bin ich eigentlich durch. Ich kann mir eigentlich im Moment nichts holen an quasi Reittieren, Wildtiere bzw. Pets halt im Allgemeinen und Toys. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen so die Achievements gucken. Und zwar, seht ihr schon, ich habe hier auch noch ein paar Achievements mit drin, die ich jetzt nochmal gemacht habe. Ich habe mir nämlich am Anfang von Shadowlands in Patch 9.0 mit insgesamt 4 Twinks alle möglichen Achievements gemacht. Bedeutet, ich habe sowohl die Achievements bei den Necrolords gemacht, als auch bei den Kyrianern und bei den Ventir und so weiter und Nightfee mit den verschiedenen Chars, die ich mir erstellt habe. Ich habe mir 3 Lederchars erstellt und mit denen dementsprechend das T-Mog da geholt und halt die Achievements gemacht. Jetzt hatte ich aber das Problem, dass Data for Azeroth, das ist so eine Seite, wo man ein bisschen Achievements tracken kann und alle möglichen anderen Collectibles, das nicht so ganz anerkannt hat, dass ich das halt auf verschiedenen Chars gemacht habe. Und jetzt bin ich nochmal hergegangen und habe quasi alle diese Covered Achievements nochmal quasi auf Main nachgeholt. Deswegen sind die jetzt hier nochmal in der Achievement-Liste oben drin, weil ich es halt mit dem Char quasi nochmal gemacht habe. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich war ja mit dem Main ursprünglich bei den Necrolords, hatte da alle Erfolge gemacht, bin dann zu den Nightfee geswitcht, habe dann nochmal quasi die Nightfee-Erfolge gemacht. Da war ich jetzt relativ lang, weil das auch so der beste Covenant ist für den Druid und habe dann jede Woche, seit man das halt machen konnte mit 9.15, geswitcht auf die Ventir und dieses Gedönse mit dem Gluthof gemacht. Mittlerweile, seht ihr, habe ich auch auf dem Twink hier, und ich sage hier auch auf dem Twink, oder Main hier besser gesagt, den Ruf auf allen bei bester Freund. Ich hatte das auf meinem Monk halt am Anfang gemacht und jetzt halt mit dem hier nochmal. Hat jetzt auch wieder ein halbes Jahr oder so gedauert, bis ich die ganzen Ruffaktionen oben hatte und auch alle Ventir-Achievements abgeschlossen habe. Und jetzt bin ich, nachdem ich quasi diese Woche das letzte Ventir-Achievement fertig hatte, dachte ich mir, gut, komm, Necrolords hast du nochmal gemacht oder hast du einmal mit dem Main gemacht, die Nightfare hast du nochmal gemacht, die Ventir hast du jetzt nach einem halben Jahr nochmal fertig und jetzt fehlen nur noch die Kyrianer. Da ist das Gute, dass man diese Marken nicht mehr braucht, um in diese Arena reinzukommen. Und das ging eigentlich relativ schnell. Ich glaube, ich habe an einem Abend alle Kyriana-Achievements fertig gekriegt, bis auf diese Demut-Kämpfe. Und an einem anderen Abend habe ich die ganzen Demut-Kämpfe nochmal gemacht. Ich muss sagen, die sind mittlerweile ein bisschen einfacher, weil man halt einfach noch eine zusätzliche Kohlenpfanne hat und dementsprechend da nochmal, ich glaube, 20% mehr Schaden, 20% mehr Life hat. Das macht schon was aus. Und ich habe die Kämpfe schon mal gespielt. Dementsprechend ist es da so ein bisschen easier. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir noch ein paar andere Sachen an, was mir jetzt noch fehlt. Und zwar, was mir jetzt noch an Achievements an sich fehlt, sind eigentlich zweierlei Gruppen. Gruppe 1 sind 2 Quest-Achievements, und zwar sind es die altbekannten Schleim-Achievements. Mir fehlt quasi noch eine Schleim-Quest hier bei Schleimi und eine Schleim-Quest hier bei Blub. Zwei sind es bei Blub tatsächlich noch. Das ist halt, kann ich nicht beeinflussen, wenn die Quests nicht kommen, dann kommen sie nicht. Ne? Das sind halt so random Daily Quests. Die gibt es jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr. Und seit einem halben Jahr waren halt die eine Quest blöderweise nur 9-mal da und die andere 10-mal. 8-mal, so rum. Und die letzte, die hatte ich 10-mal, ne? Die von Solchi. Ja, jetzt mit Patch 9.2, der jetzt in ein paar Tagen kommt, ist es so, dass die Anzahl runtergesetzt wird, glaube ich, auf 3. Wenn Blizzard es nicht ganz blöd gemacht hat, dann müsste ich beide Achievements instant bekommen. Ne? Bringt mir dann zwar leider auch nichts mehr. Mein Ziel ist ja, wenn dann alle Achievements fertig zu haben und dann kommen ja wieder ein Haufen neue, aber gut, wenigstens haben sie sich bemüht, da das Problem zu lösen. Zwar vielleicht ein halbes Jahr zu spät, aber naja, lieber spät als nie. Und das andere, was mir fehlt, sind quasi noch Raid Achievements. Ich habe ja jetzt mittlerweile das Raid Achievement in Dings fertig, oder müsste es eigentlich, wo ist es? Das Sylvanas Achievement, die Mythic, achso, warte mal, das ist, glaube ich, hier drin, ne? Also, Sylvanas gekillt und die Dings habe ich zwar fertig, aber ich war ja in Castle Nathria nicht unterwegs und dementsprechend fehlen mir halt die Castle Nathria Achievements, ne? Das sind halt 10 Bosse in dem Raid, quasi 10 mal 10 Punkte, also 100, und dann noch das Meta-Achievement, was halt 10 Punkte bringt, weil es halt wieder so ein aufbauendes Achievement ist. Also, sprich, fehlen mir da 11 Achievements und plus die Blub-Dinger, was halt auch nochmal 2 sind, sind es halt 13. Ne? Das müsste auch das hier widerspiegeln, genau. Also 13 Achievements fehlen mir und damit 130 Achievement-Punkte. Das Problem an der Geschichte ist so ein bisschen,
dass das Data for Azeroth nicht so ganz wirklich widerspiegelt. Irgendwas buggt da noch. Ich vermute mit den Covenants. Ich habe da auch schon das ein paar Mal gescannt und immer wieder Covenants geswitcht. Das Problem wird aber nicht wirklich so ganz behoben. Ja, können wir aber nachher gleich nochmal drauf eingehen, werde ich euch gleich zeigen. Gut, dann kann ich euch hier noch All the Things zeigen. Ich bin jetzt halt hier beim Druid bei 98%, sind 1168 Items, was hier noch fehlen. Ehrlich gesagt habe ich bei dem Druid-Farmzeug hier kaum was weitergemacht. Ich bin jetzt eher mehr im Account-Modus unterwegs, wenn ihr, was ihr vielleicht wisst, wenn ihr ab und an bei mir im Stream vorbeischaut. Und da bin ich hauptsächlich gerade so ein bisschen im Berufsgedöns unterwegs, um da die Sachen fertig zu kriegen. Werde ich nachher auch nochmal auf den einen oder anderen Char loggen, um euch da noch so ein Ticken was zu zeigen. Im Account-Modus sieht es jetzt relativ gut aus. Da bin ich mittlerweile schon bei 80.000 oder bei 80%, was halt noch 32.769 Sachen sind, die fehlen. Ist ganz gut, vor allem ich bin ja bei beiden Modis in dem Zane-Modus unterwegs. Bedeutet, das sind halt wirklich alle Sachen drin. Und halt auch dieses Zweitransmog, wie ich es so gerne bezeichne. Also da ist wirklich alles, alles, alles drin. Ne? Also ja, so viel dazu. So, ich würde sagen, jetzt habe ich euch hier auf dem Main die Collector-Sachen gezeigt. Jetzt wappen wir einmal rüber. Und zwar gehe ich jetzt mal auf meinen Hexer bzw. auf meinen Priester noch. Da bin ich nämlich hauptsächlich am Collecten mit den Rezepten. Da bin ich auch schon am weitesten. Und da müssen wir einmal switchen auf Lothar. Und während wir da einloggen, zeige ich euch noch ein bisschen meinen Tabellen-Stuff. Moment. Also machen wir als erstes mal die Geschichte hier mit den Achievement-Punkten. Also ich habe jetzt hier mal geguckt, ne? Ich bin jetzt hier quasi bei den Achievement-Punkten bei 36.845. Warte mal, jetzt loggen wir bei dem einen ein, aber beim zweiten Account. Müsste jetzt erst aussehen, genau, 36.670. Das liegt daran, dass hier diese Seite quasi die Achievement-Punkte von den verschiedenen Covenants, die man ja nur bei dem jeweiligen Char sieht, der bei dem Covenant ist, aufaddiert. Ne? Aber meiner Meinung nach ist da irgendwas, funktioniert da irgendwas nicht. Und zwar bin ich ja bei 845, das können wir uns mal merken, und der erste ist bei 995. Heißt, der hat ein gutes Stück nochmal mehr als ich. Ja? Das müssten 150 Achievement-Punkte sein. Genau, was der Unterschied ist. Ich habe jetzt auch mal geguckt, was mir fehlt und was dem ersten fehlt. Komischerweise hat der nochmal eine Blub-Quest oder ein Achievement mehr von den Blub-Dingern. Ne? Liegt wahrscheinlich dran, weil der im US ist und wahrscheinlich hatte der schon eine Quest, die ich noch nicht hatte. Ne? Ich bin ja bei einem von 9 von 10 und wahrscheinlich ja, haben die eine mehr. Gut, sei es drum. Was mir halt fehlt, sind halt wie gesagt diese 10 Boss-Kills, sind 100 Punkte, plus das Meta sind nochmal 10. Ne? Also 11 Punkte und eine Blub-Quest sind 12, also 112 Punkte, aber ich bin 150 hinten. Ne? Also irgendwo fehlen halt 30 Punkte und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wo die 30 Punkte fehlen. Mehr Achievements sind es halt nicht. Ne? Also hier werden alle angezeigt. Ich habe jetzt auch bei allen Covenants alles nochmal gemacht. Keine Ahnung, ich glaube, es ist irgendwo ein bisschen buggy. Ich verstehe es halt nicht. Ne? Also das ist halt so ein bisschen den Struggle, den ich halt gerade habe. Aber gut, jetzt kommt dann eh der Patch und dann gibt es wieder einen Haufen neue Achievements. Und naja, vielleicht wird sich dann das ein oder andere hier auch wieder einrenken. So viel dazu. Dann können wir noch eine Geschichte gucken. Und zwar habe ich hier meine Tabelle wieder ein bisschen befüllt. Und da könnt ihr mal sehen, dass wir, ja, mittlerweile, einen Monat ist es her, ne, dass wir das letzte Collection-Update gemacht haben. Und wir haben insgesamt am Completist-Score 4.300 irgendwas Punkte plus gemacht. Ein Rank, also ich bin jetzt vom World Rank 14 auf 13 gekommen. Ist nicht so schlecht, ne? Da bin ich jetzt, ich aim da zwar nicht drauf, dass ich jetzt unbedingt den World Rank möglichst gut runterhau, sondern ich bin ja eher ein bisschen langfristiger unterwegs mit meinen Berufsgefarme, was ich im Moment mache, aber es ist nett, da ein bisschen was plus zu machen. Dann haben wir 100 Achievement-Punkte plus gemacht. Ich vermute mal, gut, ich habe den Sylvanas-Kill, ne? Was mir auch das Meta gebracht hat, aber das meiste von diesen 100 Punkten sind halt die Covenant-Sachen, die ich auf dem Main nochmal gemacht habe, vermute ich jetzt mal, ne? Dass das das ist. Dann Mounts. Habe ich irgendwie 5 mehr? Ich bin jetzt gerade überlegen. Kann eigentlich nicht sein. Ich habe... Ah, warte, doch. Sylvanas Mount. Dann das Mount von... das Gladi Mount.
Dann das PvP-Mount, was ich mir geholt habe, über den Balken füllen. Das gibt es aber auf Allianz. Und wenn du es auf Allianz hast, hast du das Horden-Mount auch. Sind zwei. Dann sind wir bei vieren. Und ich meine, es kam noch ein Shop-Mount zwischenzeitlich raus, was ich mir auch geholt habe. Ich glaube, das habe ich auch geschenkt bekommen. Hier nochmal Grüße raus und vielen Dank an der Stelle, ne? Dass ich das nicht vergesse. Dann habe ich irgendwie 100 Pet-Score plus gemacht. Ich vermute mal, das ist das Tyrael-Pet gewesen, was ich abgegradet habe. Glaube ich zumindest, dass das die 100 Punkte ausmacht. Muss ich mal gucken. Genau, ein Pet. Und wenn du es auf 25 hoch bastelst, dann kriegst du 100 Punkte. Genau, das müsste das sein. Dann Toys gab es leider nichts. Appearance 1300, sind doch ein paar Sachen. Dann Titel habe ich einen gekriegt. Bin gerade überlegen. Das könnte, müsste der Sylvanas-Titel sein, ne? Weil den Gladiator-Titel, den kriegst du... Oder kriegst du den? Nee, den habe ich ja schon, oder? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, den kriegst du ja nur, wenn du den 0, irgendwas bist. Ne, R1-Titel war das. Also das müsste von Sylvanas Kill sein. Dann Reputation gab es nichts. Da habe ich ja schon alle, die man holen kann. Rezepte 184 und 24 Quests. Ne? Das ist jetzt nicht großartiges. Hier die Pets hatten wir. Ein paar Heldentaten habe ich noch bekommen. Alls. Ich habe nochmal 5 Chars auf Max-Level gespielt. Jetzt habe ich 32 quasi Max-Level-Chars. Habe die jetzt ein bisschen über Pet-Battle tatsächlich gemacht. Das geht relativ gut. Dann den Alt-Score, der ist auch ein bisschen hochgegangen. Oh, 152 Level habe ich gemacht. Das liegt aber auch teilweise wahrscheinlich dran, dass ich ein paar Trial-Chars erstellt habe und die spielen da halt auch mit rein. Ne? Die werde ich wieder löschen, die Trial-Chars, weil die eh nur temporär da sind. Ein paar Ehrenstufen habe ich noch gemacht, 17. Und bin jetzt bei 751.000 ehrenhaften Siegen, aber das habe ich jetzt auch nicht großartig weiter gefokussiert. Ich habe eigentlich nur im PvP war ich nur unterwegs wegen den Ehrenabzeichen für die PvP-Transmog-Sachen, aber das haben wir mittlerweile ja alles. Dann hier unten haben wir noch das Older Things-Zeug, das schauen wir uns aber gleich an. Jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal bei dem Hexenmeister mit den Berufen. Das wollte ich euch noch ein bisschen zeigen. Das ist nämlich das Hauptzeug, was ich halt in letzter Zeit so ein bisschen gemacht habe. Wir können erstmal bei VZ reinschauen. Und zwar, wenn ich bei VZ gucke, dann bei den nicht erlernten Rezepten, seht ihr, da ist nicht mehr viel drin, sind insgesamt noch 2 Rezepte. Einmal habe ich hier diese Schattenmacht. Ich bin mittlerweile jeden Tag einmal am Rand einer Instanz, beziehungsweise einer Raid-Instanz. Und ihr seht schon, es steht hier eigentlich Weltkreaturen da, aber dieses Rezept droppt halt von allen Bossen tatsächlich aus AQ20 und AQ40 und AQ20, irgendwie hätte ich das auch verdrängt, aber das kannst du täglich laufen, ne? Ich laufe halt täglich mit dem Char hier, AQ20, und das Ding hat halt eine ziemlich laue Drop-Chance. Da gibt es, glaube ich, noch andere Rezepte, ich glaube, Feuermacht gibt es und Frostmacht und so weiter, ne? Die habe ich auch alle schon gekriegt, aber die Schattenmacht, die ist irgendwie hartnäckig, die will nicht. Ja, also das ist das eine Rezept, was mir bei VZ noch fehlt, und das andere ist ein World Drop. Das ist wirklich ein World Drop aus Classic. Den kann man auch im Auktionshaus kaufen. Der ist aber nie drin hier auf dem Low-Pop-Server, wo ich bin. Also, ja. Aber bei VZ insgesamt sieht es gut aus. 2 Rezepte noch. Und dann sind es halt, ne, neben den beiden Rezepten noch ein paar Rang 3 Sachen. Hier muss ich den Glutorden noch hochspielen. Das ist dann so ein Arbeitsauftrag, was ich brauche. Noch ein Arbeitsauftrag. Glutorden. Also da ist ein bisschen was zu tun. Und da muss ich dann jetzt zum Beispiel aus in Leech noch in World of the Warden rein. Oder hier im Smart Queen Albtraum können ein paar Rezepte droppen. Oder aus der Valacha-Kiste. Aber die Instanzen oder Raid-Instanzen klappere ich eigentlich auch soweit alle ab. Ich kann euch da auch mal was zeigen. Ich habe hier auch noch meine Berufeliste. Weil ich mit allen möglichen Berufen am Start bin. Und da bin ich so ein bisschen am gucken, dass ich den Ruf bei den Fraktionen, jetzt zum Beispiel hier in BFA, in Shadowlands, habe ich auch schon alles Mögliche hochgezogen, was ich brauche für die Rezepte. Und da seht ihr, die meisten Sachen sehen schon gut aus. Zum Beispiel bei VZ habe ich Prachtmeer-Admiralität gebraucht, Sturmwacht und so weiter. Ne? Die habe ich aber alle schon auf Respektvoll hochgespielt, beziehungsweise manche spiele ich sogar noch ein bisschen weiter hoch bei manchen Chars, um einfach auch das T-Mog mitnehmen zu können. Das ist so ein bisschen ein Daily- und Weekly-Hustle, aber so langsam neigt er sich ziemlich zu Ende. Leider habe ich es jetzt nicht mehr alles geschafft, bis vor Patch 9.2 rauskommt, aber es sieht ganz gut aus tatsächlich. Und dann kann ich euch auch noch Schneider zeigen. Und zwar, wenn ich dabei nicht Erlernte reingehe, sieht es auch recht gut aus. Ich brauche das Rudiment noch. Das habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Zwar bin ich wohlwollend beim Vorstoß
des Todes, aber um das hier machen zu können, muss ich halt die Kampagne vom Vorstoß des Todes, den vierten Teil spielen. Ich habe auch die ersten drei Teile gespielt, dann müsste man meinen, ich kann jetzt einfach den dritten schnell machen und krieg das Rezept. Das Problem ist, den vierten Teil kannst du erst machen, wenn du deine Kampagne, also alle, ich glaube 8 oder 9 Chapter sind es, gespielt hast. Und das dauert halt eine Weile und das habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Blizzard irgendwann reinhaut, wenn du einmal das Pack-Chapter durchgespielt hast, dann hast du die Voraussetzungen erfüllt und kannst das skippen. Ich hoffe, dass das irgendwann noch kommt. Wenn nicht, müsste ich halt mit dem Char die komplette Kampagne von einem Pack durchspielen, um dann die vierte Kampagne von Cortia zu spielen, um das Teil zu kriegen. Naja, mal gucken. Mal abwarten. Dann habe ich noch so einen eleganten Zylinder aus hier Cutter. Das ist ein bisschen tricky, das droppt nur von diesen Worldbossen. Ich habe da schon ein paar Mal die gekillt jetzt mittlerweile, aber die haben halt irgendwie 6 Stunden Respawn-Zeit. Früher hatten die mal mehrere Tage, ne? Die haben sie schon runtergenervt, glaube ich, ich meine 6 Stunden, aber die haben halt eine Drop-Chance, die fern von Gut und Böse ist und dann spawnen die noch so selten. Naja, also das wird eine längerfristige Sache. Dann habe ich hier noch ein Item aus Sunville. Das bin ich auch jede Woche am Farm. Das ist halt so ein Trash-Mob-Drop. Dann sind hier noch 2 Sachen von den Seern. Und die Kacke ist, mit dem Char bin ich bei den Aldor, ne? Schon relativ weit oben im Ruf. Jetzt müsste ich den Switch, den ich, glaube ich, mit meinem Main mittlerweile 4-mal gemacht habe, zwischen den Fraktionen in Shadrath, nochmal machen. Ich habe keinen Bock, das Zeug zu farmen oder mir das Maha zu kaufen. Ich bin am Überlegen, da ich auch ein paar Rezepte habe mit einem Hordenchar, die ich mir jetzt mit dem Ali-Schneider nicht kriegen kann zum Beispiel, dass ich das einfach dann hoffe, dass ich irgendeinen Hordenschneider finde, der bei den Seern ist oder zumindest nicht viel Alderruf hat, dann werde ich mir das einfach bei dem kaufen, weil jetzt von neutral auf wohlwollend oder ehrfürchtig bei einer Fraktion zu kommen, ist easy. Die Sachen sind im AH, kosten nicht viel, aber dieser Switch, ne, von einer zur anderen ist sauteuer und den will ich eigentlich nochmal machen. Also da muss ich mir überlegen, ob ich das Gedönse dann halt auf dem Hordenschar mache. Und dann sind es hier, glaube ich, ja genau noch 2 Worlddrop-Sachen. Scanne ich schon immer dem AH nach. Kannst du halt schlecht farmen, ne? Classic World Drops ist immer ätzend. Und auch hier ist es dann halt so, dass mir noch ein paar Dings fehlen, ne? Ein paar Rezepte, Rang 3 Sachen. Hier ist auch halt wieder der Glutorden unter anderem. Und dann muss ich mal hier auch Glutorden, ne? Und was haben wir hier? Das ist noch ein Arbeitsauftrag. Da scanne ich immer jeden Tag, ob die Arbeitsaufträge da sind. Wenn ihr das nicht wisst, bei All the Things ist zum Beispiel ATT, also /ATT, leer WQ, dann ploppt es auf. Das ist immer ganz praktisch. Ich kann es hier mal zeigen. Dann kannst du alles sehen, was du täglich noch zu machen hast oder was halt täglich machbar ist, ne? Das ist dann ganz praktisch. Zum Beispiel hier der World Boss, den habe ich noch nicht gemacht. Oder hier die Weekly-Kiste habe ich noch nicht gemacht. Viel ist jetzt hier halt raus, weil ich das heute schon abgeklappert habe. Oder es sind auch einzelne Rares drin, die noch Items droppen können. Das ist ganz praktisch. Ja? Also hier sieht man dann einiges. Aber mit dem Hexer habe ich heute schon tatsächlich schon alles erledigt. Und ich glaube, in Dings fehlen mir auch noch ein paar Rang 3 Sachen. Genau, das ist, glaube ich, rausgenommen, der Sieg im RBG. Aber sonst, ah ne, da fehlt mir gar nichts mehr. Naja, da bin ich schon fertig, da habe ich gar keine Arbeitsaufträge mehr. Genau, also das ist das mit dem Hexer. Wie gesagt, sowohl Schneider als auch VZ bin ich jetzt schon relativ weit. Und ich bin auch mit anderen Twinks am Farmen. Ich habe dann noch meinen Priester. Der hat dann Inschriftenkunde, den können wir uns jetzt auch gleich nochmal angucken. Und während wir da einloggen, können wir einmal hier unten gucken. Und zwar, hier hatte ich ja noch die Prozente vom All the Things offen. Und da haben wir uns auch einen Ticken verbessert. Und zwar hier einmal Insane Dudu Comp. Also das ist der Modus, dass man quasi alles angezeigt hat. Auch dieses 2-Transmog plus alle möglichen Sammelsachen, ne, von Essenzen bis Quests über T-Mog und alles. Und da fehlen mir jetzt noch 1368 Items. Sind wir bei 98,08%. Ich weiß ehrlich gar nicht, warum wir da hochgegangen sind. Ich habe da eigentlich jetzt in letzter Zeit nichts gefarmt. Ich habe eigentlich nur noch im Comp-Modus für meine Berufe gefarmt. Aber anscheinend habe ich da nebenbei ein paar Sachen gekriegt. Bin ich ein bisschen hochgegangen. Nimmt man nett nebenbei mit. Und im kompletten Account-Modus, also für alle Chars, da bin ich ganz gut hoch. Oder runter, besser gesagt, an Items, die mir fehlen, ne? Von 35.926 auf 23.738, 3.000 Sachen plus gemacht, 1,8%, kann man machen, ja. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt gleich noch mit dem Priester hier die Dings an. Jetzt loggen wir hier gerade nur ein. Können wir noch eins schauen, und zwar die Gesamtübersicht hier mit den Prozenten, ne? Wo ich halt wo stehe. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass wir jetzt auf World 13 sind mit einem quasi
Overall collecten. Bei den Achievements bin ich halt in Anführungszeichen relativ schlecht. Ich bin nur auf Platz 41, weil mir halt die 10 Raid Kills fehlen, ne? Und irgendwas noch rumbackt wegen 20, 30 Punkten, keine Ahnung. Da muss ich mal noch schauen, ob ich das irgendwie hinkriege. Mounts sind wir auf Platz 7. Dann Pet Score auf Platz 5. Toys auf Platz 4. Appearance mittlerweile auf 48. Da habe ich jetzt aber nicht mehr großartig viel weiter gebastelt. Titel auf 23. Da fehlen mir hauptsächlich die Hordentitel. Reputation sieht gut aus. Das habe ich ja vor den Rezepten fertig gemacht. Da sind wir auf Platz 1. Haben wir alle Fraktionen, die es quasi gibt. Rezepte sind wir mittlerweile auf 87, ist nur ausbaufähig, ne? Mir fehlt da nur einiges. Und Quests bin ich auf 141, das ist relativ schlecht, aber ich habe halt die kompletten Horden-Quests noch nicht gemacht, die muss ich irgendwann mal quasi noch angehen. Gut, jetzt wollte ich schlussendlich noch gucken mit dem Inschriftenkunde-Char. Und hier kann ich euch auch mal zeigen, was noch fehlt. Das ist nämlich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich viel. Irgendwie nervt mich das gerade. Warte mal, das müssen wir mal hier ausblenden. Das sind meine World Quest Add-ons. Die brauchen wir jetzt aber in dem Fall nicht. Ihr seht hier, bei fehlenden Sachen ist es da auch nicht mehr viel. Mir fehlen noch zwei Vantus-Runen. Einmal Nialota und Tiegel der Stimme. In den anderen beiden Instanzen war ich jetzt schon drin. In hier BFA, die habe ich schon gefarmt. Die Ränge sind vor allem das Blöde, sie droppen relativ schlecht. Und auch in Legion habe ich die ganzen Vantus-Runen schon gefarmt. Dann sind es hier noch ein paar Glyphen, die ich brauche. Die sind teilweise auch hier in den Raids. Oder in den Vorräten der Ankuana zum Beispiel. Oder hier Vorräte Sturmwacht. Das heißt, ich muss die Paragon-Kisten farmen, was mich wenig froh macht. Und erstmal muss ich den Ruf mit dem Schaf ehrfürchtig bringen und dann noch Paragon-Kisten farmen. Also das wird eine längerfristige Sache. Dann habe ich hier noch ein paar Raid-Geschichten. Und hier aus dem frischen Gilet kann ich eine Glyphe rauskriegen. Und das frische Gilet, vielleicht könnt ihr euch erinnern, da kam mal so ein Patch mit dem Bienenmount in BFA raus. Da konnte man sich hier im Sturmsangental, ich hoffe, ich habe es jetzt mal richtig gesagt, gab es hier so Events. Ich glaube, die sind jede Dreiviertelstunde, jede Stunde sind so Events aufgeploppt. Und da musste man dann so ein paar Wellen an Mobs besiegen und hat im Endeffekt so ein Gilet gekriegt, was man looten konnte. Und das ist das frische Gilet. Und da gibt es zu einer ziemlich kleinen Chance diese Glyphe raus. Ich habe das jetzt schon x-mal gemacht. Es will ums Verrecken nicht droppen. Also das wird auch noch eine längere Geschichte. Dann habe ich jetzt hier noch vom Inquisitor Vitorx, oder wie der heißt, eine Glyphe. Das ist der Typ, der hier drüben ist. Ich glaube, ich komme da nicht rüber. Aber, wisst ihr, was wir machen? Während ich jetzt euch die anderen Sachen zeige, laufe ich darüber und hole aus dem das Item jetzt raus. Ihr werdet es gleich sehen. Der kann nämlich auch noch das Ding droppen. Deswegen bin ich hier ausgelockt. Hat aber auch nicht so eine hohe Chance, dass er das droppen kann, ne? Dann habe ich hier bei Verheerte Küste noch ein zweites Ding, und zwar das Lied der Horde. Das ist da irgendwie drin. Das Problem mit dem Ding ist, das können halt, wer hätte es gedacht, Lied der Horde, nur Hordenschars bei einem Händler kaufen. Ich bin mit dem halt Ali und kann das nicht kriegen. Warum das hier angezeigt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ein bisschen strange, aber das kriege ich nicht. Das muss ich auch wieder mit dem Hordenschar ran. Und das Letzte, was ich hier noch offen habe, ist eine Quest aus dem Jarnewald. Das ist eine Weekly-Quest. Da kriegst du als Inschriftenkunde jede Woche eine von, ich weiß nicht, wie viele es sind. Es müssen viele sein, weil ich die seit Monaten jede Woche einmal mache. Und von einer kriegst du halt das Rezept, ne? Bis jetzt habe ich es nicht bekommen. Ich hoffe, dass es jetzt mal die nächsten Wochen irgendwann drin ist, dass ich das halt weg habe, ne? Ich fliege da jede Woche hin, ist wieder nicht drin, ist halt sau nervig. So, jetzt schauen wir mal, ob der das dabei hat. Ah, seht ihr? Live in der Aufnahme haben wir es mit dabei. Okay, also jetzt fehlt mir hier nur noch das Lied der Horde. Hatte ich jetzt mehr Glück. Den Typen habe ich jetzt auch schon ein paar Tage lang gecampt. Und nie war er da. Jetzt war er endlich mal am Start. Und ja, easy. Gut, so viel dazu. Ein paar Sachen sind natürlich hier auch noch drin, ne, die ich euch zeigen kann. Hier brauche ich noch ein paar Rang 3 Sachen. Das sind halt auch von Arbeitsaufträgen unter anderem. Oder Vorrat der 7. Legion. Das ist halt auch wieder Paragon-Kiste. Was haben wir hier? Das sind halt die Vantus-Runen. Dann quasi Rang 3. Die vor allem vom ewigen Palast soll halt scheiße droppen. Ich habe da WoW-Head-Kommentare gelesen, wo einer meinte, der war 7 Wochen lang jede Schwierigkeitsstufe komplett durchgeklärt und hat es dann erst gekriegt. Also der hat hunderte an Tries. Das kann halt von jedem Boss aus der Instanz droppen. Macht mich wenig froh, aber gut. Das wird eine langfristige Farmgeschichte. Und das andere sind hier noch ein paar Sachen aus Legion, und das sind halt auch Vantus-Runen. Hier ist es aber ein bisschen anders, da gibt es halt bei jedem Boss eine Vantus-Rune. Und das Blöde ist, hier gibt es eine, da kann man Rang 3 Nasuna angeln,
Und ich habe, ihr seht schon, ich habe hier ein paar Fische rumliegen, ne? Was denkt ihr, wo diese Fische herkommen? Ich habe diese blöde Wandsusrune versucht zu angeln. Ihr seht, es sind schon über 1000 Fische von der einen Art. Von der anderen habe ich auch schon 400, also ich habe schon 1500 Fische aufwärts geangelt. Und ich habe das Ding immer noch nicht rausgekriegt. Also, das ist richtig nervig. Dann habe ich hier ein paar noch von Arbeitsaufträgen und eins von Archäologie. Ich muss halt, um eine Dings zu machen, um eine Rune zu kriegen, angeln und Archäologie machen. Richtig spaßig. Ja, und sonst gibt es halt hier von World Bossen noch die Rang 3 Dinger und in, das Blöde ist, die World Bosse, die rotieren halt immer, ich glaube, das sind 6, 7, 8, 9 World Bosse, ich weiß nicht, wie viel das genau sind in Legion und da kommt halt jede Woche einer und nächste Woche kommt der nächste und da muss man halt immer ewig warten, bis die jeweiligen World Bosse am Start sind. Ist ein bisschen nervig, also diese Wandtus-Ruhen, das wird noch eine längere Geschichte und dann gibt es noch das letzte, den Kodex des ruhigen Gemüts und, der ist halt ein bisschen blöd. Der kann halt von den abgesandten Quests droppen oder von Dungeons. Und das habe ich auch schon WWW-Kommentare gelesen. Das soll so eine Sache sein. Einer hat, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Dungeon-Bosse umgehauen, bis er das Ding hatte. Also ich hoffe, ich werde nicht so ein Pech haben, aber ich vermute, dass das eine langfristigere Sache wird. Ja. Und ich bin auch schon ein bisschen dran an den anderen Berufen, also an Inji habe ich dann noch und Juve bzw. Alchi, da bin ich auch schon ein bisschen dran, aber da bin ich weit nicht so weit wie bei denen. Also ihr seht ja, bei den Sachen, bei den Berufen fehlen halt nur noch ein paar Items auf der jeweiligen Fraktion. Wenn ich jetzt natürlich die Hordensachen mit dazu nehme, sind es ein bisschen mehr, aber es ist sehr übersichtlich. Bei den anderen Berufen fehlen mir tatsächlich noch wesentlich mehr, ne? Also zum Beispiel hier Alchi, da fehlen jetzt noch 115 Sachen, das ist nochmal deutlich mehr, ne? Aus allen möglichen Expansions noch ein paar Gedönsen, aber auch schon 83%, also ich habe auch schon viel davon, ne? Archäologie, gut, das sind jetzt hier so ein paar Crafter, da ist auch die Wandtus-Rune drin, seht ihr das? Und hier ein Rezept von Alchi, also Archäologie hat eigentlich immer auch für die anderen Berufe was. Dann Schmiedekunst sind 6 Items, das habe ich auf dem Main, aber das sind hier alles Hordenrezepte, ne? Die kann ich ja mit dem Main nicht holen, also da muss ich mir auch noch einen Hordenschar machen. Kochkunst ist eine Hordenquest. Verzauberkunst, habt ihr ja gesehen, waren es bei dem anderen Char nicht viel, aber hier sind halt dann auch wieder Sachen drin, die ich auf dem nicht kriegen kann, ne? Aber overall sind es da 17 Items. Dann Inji, da sind es halt noch sehr viele, 137, da muss ich halt nur einige Chars hochskillen. Angeln sind es 4, das sind so Temok-Sachen aus dieser Sphäre raus. Kräuterkunde, da habe ich noch nichts gemacht, seht ihr? Kräuterkunde hätte man nicht gedacht, dass man bei dem Beruf viel hat, aber Kräuterkunde müsste ich dann halt irgendwann mal noch die ganzen Sachen aus Legion und BFA holen. Das sind halt diese Ränge von den verschiedenen Kräutern. Da fehlt mir das meiste noch, da habe ich erst 41%. Inschriftenkunde, da fehlen noch 44 Sachen. Das sind halt hauptsächlich auch Horden-Items. Das Problem ist, es gibt auch diese Verträge, wie ihr seht. Und die sind halt bei den Hordenfraktionen und das macht tatsächlich das meiste aus, ne? Dass man da halt dann immer von den anderen, von der anderen Fraktion quasi noch ein bisschen Stuff mit dazu hat. Juve fehlt sehr viel, seht ihr, sind noch 445 Sachen, das ist die größte Baustelle. Da gibt es sowohl in, sowohl für Cutter als auch für Wrath of the Lich King gibt es so Marken, die man farmen kann, um sich Rezepte zu holen. Und von diesen Marken, die kannst du halt einmal am Tag holen. Und du brauchst von den Marken, ich glaube, für Cutter 650 oder sogar noch mehr von denen. Also man muss fast 2 Jahre lang diese Daily machen, um sich alle Rezepte kaufen zu können. Ich mache die jetzt mittlerweile schon einige Monate mit 2 Chars tatsächlich. Also da splitte ich den Beruf so ein bisschen auf 2 Chars, weil ich habe keinen Bock, 2 Jahre zu warten, bis ich den Beruf fertig habe, ne? Deswegen muss ich jetzt, wenn ich es mit 2 gleichzeitig mache, nur 1 Jahr warten. Ist auch noch lang genug, aber gut. Ich habe jetzt schon von diesen 600 irgendwas Marken 200 mit den 2 Chars zusammen. Also ein Drittel habe ich schon, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen. Lederer ist halt dasselbe, ne? Hier sind es halt Horden-Items, eine Horden-Drop. Und das hier sind halt auch Sachen, die ich nur mit dem Hordler holen kann. Und dann gibt es hier noch Runenschmieden. Gut, da habe ich noch nichts gemacht. Das ist vom DK so im Beruf. Kirschnern habe ich auch noch fast nichts gemacht. Da muss ich jetzt auch noch ran. Und Schneider, da sind es, glaube ich, auch dann teilweise noch Hordensachen dabei. Ich glaube, Wortel, ne? Das sind dann Sachen, die du nur mit dem Hordler kriegst. Das sind, glaube ich, alle in PDOK so Items. Also da ist dann einiges noch zu machen. Gut, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Jetzt mit dem kleinen Collection-Update war jetzt dann doch ein Ticken länger. Wollten mal ein bisschen was Ausführlicheres nochmal machen. Könnt mir ja gerne eure Gedanken dazu in den Kommentaren schreiben. Vielleicht weiß auch einer, warum das mit den Achievements irgendwie nicht so ganz hinhaut. Und ja, jetzt in quasi ein paar Tagen gibt es dann wieder einen Haufen neuen Stuff. Da werde ich dann auch wieder einiges an Mounts, Toys
und Pets zum Farmen haben, wird es wahrscheinlich auch das ein oder andere Video zu geben. Und ja, dann sehen wir uns dort wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.